Bischofsheim liegt in der Mainspitze, im nördlichen Teil des Landkreises Groß-Gerau, an der Einmündung des Mains in den Rhein. Mitte des 19. Jahrhunderts lag die Einwohnerzahl bei ca. 1000 Einwohnerinnen. Hauptsächlich Bauern, Handwerker und Kleingewerbetreibende prägten den Ort. Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Mainz-Darmstadt-Aschaffenburg im Jahre 1858 und der Verbindung Bischofsheim-Frankfurt 1862 wird Bischofsheim ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt für den Güter- und Personenverkehr. Diese Entwicklung endet 1902 mit der Fertigstellung des zweitgrößten Güter- und Rangierbahnhofs in Südwestdeutschland. Mit über 40 Kilometer Gleise, 2 Ablaufbergen und dem Standort von 100 Dampflokomotiven und später E-Loks. Das führte zu einem rasanten und stetigen wirtschaftlichen Aufstieg und einem damit verbundenen Bevölkerungswachstum. Immer mehr Menschen, vor allem Eisenbahner und ihre Familien, zieht es nach Bischofsheim. Durch den Zuzug wurden immer mehr Dienstwohnungen nötig, die von der Eisenbahner-Wohnungsbaugesellschaft der Sieger errichtet wurden. Von 1900 bis 1970 entstehen 7 Quartiere für Eisenbahner und ihre Familien. Das älteste Quartier ist die Eisenbahner-Wohnanlage an der Bahn, direkt an der heutigen S-Bahn-Station. Um 1900 wurden hier die ersten Mehrfamilienhäuser, meistens für 6 Familien, erbaut. Vor ca. 10 Jahren wurden die Häuser von einem privaten Investor erworben und modernisiert. Heute wohnen hier keine Eisenbahner mehr, sondern hauptsächlich Geflüchtete und ihre Familien, die überwiegend 2015 nach Bischofsheim gekommen sind. Das zweite Quartier ist die Häusergruppe Peking. Sie wurde für die Rangierer des gegenüberliegenden Ablaufbergs gebaut. Zur Zeit des Boxeraufstands entstanden um die Jahrhundertwende außerhalb des Ortes 7 einstöckige Zweifamilienhäuser mit Walmdach, von denen heute noch 2 erhalten sind. Die Häuser wurden schon in den 1960er Jahren an Privatleute verkauft. Ein Bischofsheimer, der als Soldat in China gewesen war, verglich die Dachform der neuen Siedlung mit den Häusern in Peking, daher der Name. Das dritte Quartier wird Marokko genannt und liegt am alten Kostheimer Weg. Hier wurden nach dem Ersten Weltkrieg für französische Besatzungssoldaten aus Nordafrika Holzbaracken gebaut. So stellten sich die Bischofsheimer die Wohnverhältnisse in Marokko vor. Später wurden die Baracken durch Mehrfamilienhäuser ersetzt. So, mein Name ist Karl-Heinz Römer. Ich bin 79 Jahre alt. Ich bin 1964 nach Bischofsheim gekommen. Der erste Eindruck war ganz gut. Ich habe gleich in einer Gruppe gearbeitet mit echten Bischofsheimer und die haben mich sehr gut aufgenommen. Die schönste Ecke, das war eigentlich gar nichts Besonderes dorthin. Das Einzige war, man war gleich in der Felder, man konnte gut spazieren gehen. Im Bischofsheimer Aff hat er gehießen, das war eine Gaststätte und da haben wir immer unser Stammtisch gehabt und da war es immer angenehm. Ja, verändert hat sich vieles, weil die Wohnungsbaugesellschaft hat auch die Wohnungen nicht in der Reihe gehalten. Und dann hat es auch mit den Ausländern immer Probleme gegeben. Das vierte Quartier ist die Eisenbahner-Wohnanlage an der Darmstädter Straße. Die Mehrfamilienhäuser entstanden zu Beginn der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts und wurden im Volksmund auch Nachtjackenviertel genannt. Wenn die Bauern morgens auf dem Weg zu ihren Feldern die damalige Mainzer Straße entlang fuhren, erwachte, bedingt durch die Schichtarbeit, dort erst das Leben. Die in den Häusern wohnenden Frauen in ihren Nachtjacken schauten zum Fenster raus, daher der Name. Das fünfte Quartier ist die Eisenbahnersiedlung Jerusalem am alten Gerauer Weg. Der massive Gebäudekomplex wurde in den 1920er Jahren aus Ziegelstein-Sichtmauerwerk mit Flachdach, Fensterbändern und gerundeten Ecken im Bauhausstil erbaut. Ein einmaliges Beispiel für den Arbeiterwohnbau in Südhessen. Es ist das erste Haus in Bischofsheim ohne Dach und erinnerte die Bischofsheimer an den Wohnungsbau im Nahen Osten. Mein Name ist Monika Schmarowski, ich bin 77 Jahre alt und bin 1965 nach Bischofsheim gekommen, da mein Mann beruflich hier bei der Eisenbahn gearbeitet hat. Mein erster Eindruck von Bischofsheim war halt für mich eine Katastrophe. Wir sind von Wiesbaden gekommen und in Bischofsheim war Land. Eigentlich hier in Bischofsheim nichts gefallen. Ich wollte unbedingt wieder in die Stadt zurück, weil auch so eine Ausgrenzung der Bischofsheimer Urbevölkerung, wenn man so sagen kann, stattgefunden hat. Man wurde nicht angenommen.
Und die schönste Ecke im Quartier ist sicherlich der eine schöne Garten, der zur Beethovenstraße rausgeht. Aber im Prinzip hat sich da nichts gravierend verbessert. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden in den 1950er und den 1960er Jahren noch zwei Wohnquartiere für Eisenbahner in der Ringstraße und am Bauschheimer Weg gebaut. Heute leben dort überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund. Die Wohnungsbaugesellschaft Siege gibt es heute nicht mehr. Ebenso keine Eisenbahner-Dienstwohnungen. Die Quartiere gibt es immer noch. Sie wurden privatisiert, weil die Arbeitgeber der Industrie ihre Verantwortung, Wohnraum für ihre Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, nicht mehr wahrnehmen. Der Zuzug nach Bischofsheim ist nie abgebrochen. Heute leben dort überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund und seit 2016 Geflüchtete. Mein Name ist Hekes Irfan. Ich bin ja 13. Januar 1966 geboren. Ich bin aus der Türkei gekommen. Ich bin Deutscher Bahn als Rangierbergmeister. Also Bischofsheim ist, Verbindung ist gut und meine Arbeitsplätze sind Bischofsheim. Für mich macht es Spaß. Echt, Rangierbergmeister schaffe ich gerne und lustig. Aber letzte Zeit, mein Leben ist ein bisschen nicht so viel erlaubt, weil ich habe jetzt Schlafstörung, ich habe meine Hände gekrippelt und meine Knie, es tut weh, weil wir laufen mit Schutter. Ich habe nicht gewusst, dass ich in Deutschland 5 Jahre, 10 Jahre oder 20 Jahre zu bleiben und arbeiten und Geld verdienen und wieder zurückzukehren. Ich bleibe hier, ich bin hier eingebürgert. Und meine Familie sind hier, meine Kinder sind hier geboren. Bischofsheim ist auch immer noch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und liegt an der am meisten befahrenen Eisenbahnstrecke in Deutschland. Sie verbindet zum einen die Schweiz mit dem Rheinland, trennt zum anderen aber auch die Ortsteile von Bischofsheim selbst voneinander. Sie zerschneidet die Landschaft.